lieber Goethe. Ich zeig dir jetzt mal die Pflanzen von heute. Die Urpflanzen, die Erzpflanzen. Riech mal an den tollen Blumen. Oh, die riechen nach der Revolution der Kunst. Und das ist gut zu wissen. Das ist was ganz Tolles. Die habe ich extra für dich gepflückt, lieber Goethe. Diese Aufmerksamkeit hätte Johann Wolfgang von Goethe sicherlich gefreut. Er wird gerne bewundert und er liebt Pflanzen. Nicht nur, um sich an ihnen zu erfreuen, er erforscht sie. Deutschlands Dichterfürst, kein Stubenhocker, kein Schreibtischtäter, sondern ein Wissenschaftler, der Flora und Fauna gleichermaßen untersucht. Er seziert Leichen und sammelt Steine. Goethe entdeckt einen Kieferknochen und formuliert eine bis heute diskutierte Farbenlehre. Er will verstehen, wie die Welt funktioniert, will wissen, ob es einen Gott gibt oder nur der Zufall waltet. Goethe. Nicht allein ein Repräsentant humanistischer Bildung. Nein, mehr. Größeres. Ein Universalgenie. Er beherrscht 6 Sprachen, er zeichnet, er forscht. Seinem Werk und seinem Wissen gebührt schlicht Hochachtung. Lieber Goethe, wir haben dir neutral zu begegnen. Und das ist doch kein Problem. Wir sehen dich neutral. Und das ist gut so. Denn du bist das Baby einer Zeit, die wir gar nicht mehr kennen, die auch nicht die Zukunft ist. Trotzdem neigen wir unser Knie davor, dass du der Erste warst. Und das ist doch gut zu wissen. Danke, lieber Goethe. In all den verschiedenen Wissensbereichen suchte Goethe eine Objektivität, die außerhalb seiner selbst lag. Ein Gegengewicht zu der enormen Macht seiner eigenen Subjektivität, zur enormen Kraft seines eigenen Geistes und seiner eigenen Gefühle. Er hatte lange zuvor entschieden, diese Objektivität nicht in Gott zu finden. Er fand sie in der Natur, auf die er Spinozas berühmte Frage anwandte, Gott oder Natur. Goethe sucht Antworten auf Fragen, die uns heute noch bewegen. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Was macht den Menschen zum Menschen? Was ist Gottvertrauen? Goethe findet die Antworten nicht, aber wie er die Fragen in seinen Dramen stellt, das fasziniert bis heute. Habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Und da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Goethes Lebenswerk, der Faust. 60 Jahre lang schreibt er an beiden Teilen. Der gelehrte Heinrich Faust verzweifelt an der Beschränktheit menschlicher Erkenntnis. Nicht Wissenschaft noch Magie, auch nicht die Schönheit der Natur geben seinem Leben wirklich Sinn. Verzweifelt schließt er einen Pakt mit Mephisto. Schenkt dieser ihm Lebenslust, bekommt er die Seele des Faust. Eine furiose Reise durch Welt, Himmel und Hölle beginnt. Das Drama verbindet die Themen der großen Philosophen mit Mythen und Religionen. Fragt nach dem Wert der Moral. Goethe verwirrt und erklärt zugleich, doch er verklärt nicht. Suchen, zweifeln, streben, das ist ein Wert an sich. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Dieser ganze Monolog ist ein großer Kommunikationsversuch von Faust, Satz für Satz mit dem Publikum. Und das ist an sich schon ein ganz großer Reiz, das zu probieren, ob das funktioniert. Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, der Erde weh, der Erde Glück zu tragen. Es ist ein merkwürdiges Ineinander vom Glauben, das Zentrum der Welt zu sein und von lauter Ohren umgeben zu sein und gleichzeitig einer ganz großen Verlassenheit und Einsamkeit. Goethe verweigert sich einer Interpretation seines Faust. Er hat Freude an den Debatten und Erklärungsversuchen.
Denn wenig ist befriedigender, als ein großes, kluges Rätsel in die Welt gesetzt zu haben. Aber die Suche des Faust nach Erkenntnis, nach dem Ende seiner Rastlosigkeit und Unzufriedenheit, Goethe lebt sie selbst. Sie ist ihm Ansporn, Lebenselixier. Die Gretchenfrage ist seine eigene, lebenslang. Und einfach nicht zu beantworten. Glaubst du an Gott? Glaubst du an Gott? Wer darf sagen, ich glaube an Gott? So glaubst du nicht. Misshör mich nicht, du holdes Angesicht. Wer darf ihn nennen? Und wer bekennen, ich glaub ihm? Nenn's Glück, nenn's Liebe, nenn's Herz, nenn's Gott. Ich hab keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch. Das ist eine Stelle, wo Faust nicht einfach lügen kann, sondern er versucht, sich zu erklären, bis es ihn zerreißt. Weil letztendlich die Frage, glaubst du an Gott, immer klüger bleibt als jeder Erklärungsversuch. Glaubst du an Gott? Goethe. Ein Geist, der sich mit Politik ebenso beschäftigt wie mit Religion. Er ist nicht nur auf der Höhe seiner Zeit, er ist ihr voraus. Und heute? Goethe ist zum überhöhten Denkmal geworden. Und nun sieht er echt alt aus. Ein unnahbarer und ein überkluger Langweiler, ein Streberdichter, dessen Denken nicht mehr in Frage gestellt wird. Statt Goethe zu verherrlichen, sollte man ihn bewundern, befragen und ab und an auch daran zweifeln dürfen, ob alles, was er hinterlassen hat, kritiklos verehrt werden muss. Dies ist die Muschel Goethe. Sie war Jahrhunderte geschlossen und jetzt macht sie den Mund auf. Denn die Kultur hat die Muschel zugemacht. Man muss sie wieder mit Liebe aufmachen. Ja, das kann man ja dem Goethe nicht vorwerfen. Goethe war der größte Selbstverwirklicher der Literatur. Er war aber immerhin der größte. Und die ganzen anderen Goethes, die jetzt unterwegs sind, um sein Erbe zu spielen, ja, das Tote zu bringen, die sind zu und haben auch Goethe geschlossen, diese Mickrigen. Ist es nicht genug, dass wir einander nicht glücklich machen können? Müssen wir auch noch einander das Vergnügen rauben, das jedes Herz sich noch manchmal selbst gewähren kann? Mit 24 Jahren landet Goethe einen Sensationserfolg, den Briefroman »Die Leiden des jungen Werther«. Werther verliebt sich unglücklich in ein bereits verlobtes Mädchen, Lotte. Am bitteren Ende, von unerreichbarer und romantisch überhöhter Liebe geplagt, bringt er sich um. Die Geschichte geht zurück auf Goethes eigene unglückliche Liebe zu Charlotte Buff und begeistert 1774 die Massen. Der verzweifelte Schrei nach Liebe treibt jede Generation aufs Neue um. Wenn ich meine Augen zumache, hier in meiner Stirn, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, ja, stehen deine blauen Augen. Paving dead ground. Making my way home alone. I think Werther was an extraordinary success because it Ich glaube, der Werther war so ein sensationeller Erfolg, weil er zwei sehr unterschiedliche literarische Zeitphänomene in sich verband. Das sentimentale Interesse an menschlichen Gefühlen, das Interesse über seine Gefühle nachzudenken und Briefe darüber an seine Freunde zu schicken und den revolutionären Realismus des Sturm und Drang. Vor dem Werther gab es keinen Realismus in der deutschen Literatur. Werther wird Kult, sofort nach Erscheinen und zur Stilikone. Die Werther-Mode, gelbe Hose, gelbe Weste, blaues Hemd, ist hip. Man übernimmt seine Attitüde. Frauen aller Stände schwärmen für den unerfüllt Liebenden und die unmögliche Liebe. Und es gibt eine Reihe von Selbstmorden in der Werther-Nachfolge. Goethe ist entsetzt.
Er hat sich ja auch schon schwer dagegen gewendet. Also er sagt ja auch irgendwie, dass wer dumm genug ist, sich nach der Lektüre dieses Buches das Licht auszublasen, und denen ist es nicht wirklich richtig schade. Ne? Mit dem Werther bricht Goethe ein Tabu. Er inszeniert den Selbstmord als Ausweg aus einem unerfüllten Sehnen. Goethe macht seinen Titelhelden zum Sympathieträger. Dabei müsste er doch ein verachtenswerter Sünder sein in jener christlichen Welt, in der Gott allein leben, geben und nehmen darf.